Russische Seele oder russisches Mindset? Was bedeutet dieser Titel? Wie bin ich darauf gekommen und was erwartet euch in diesem Video hier? Bleibt dran, damit ihr nichts verpasst. Mein Name ist Philipp, ich komme aus Deutschland, bin internationaler Unternehmensberater und lebe schon seit fast 20 Jahren in Russland. Und ich habe hier, obwohl ich es tausendmal gehört habe, nie die russische Seele gefunden. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, darüber musst du mal ein Video machen. Also, los geht's. Was ist die russische Seele? Habt ihr eine Idee, was die russische Seele ist? Wenn ja, schreibt es sofort in die Kommentare. Ich habe jetzt mal im Internet geschaut, bei Google, und gebe das mal wieder. Also, was steht denn hier im Internet bei die russische Seele? Erster Treffer. Die russische Seele und die Lust am Leiden. Ist mir unverständlich. Ich lebe seit 20 Jahren hier in Russland, habe viele russische Freunde, habe alles Mögliche gemacht mit den Russen, aber ich habe nie eine Lust am Leiden gefunden. Weiter. Nächster Treffer im Internet. Die russische Seele. Dem russischen Volk wird gern eine Neigung zur Schwermut attestiert. Als Grund dafür und so weiter und so fort. Ich habe nie beim russischen Volk eine Neigung zur Schwermut gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will damit aufräumen. Die russische Seele habe ich nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist das russische Mindset und wie es auf den Erfolg wirkt. Es geht um das russische Mindset. Es geht darum, wie die Russen drauf sind, ja, und wie das auf den Erfolg in Russland und überhaupt wirkt. Genau darum geht es in diesem Video. Also bleibt dran, damit ihr nichts verpasst. Also, ich habe es gesagt. Ich habe nie die russische Seele gefunden. Ich habe nie verstanden, was man damit meint. Aber was ich gefunden habe und was ich verstanden habe, ist, dass die Russen ein ganz besonderes Mindset haben. Für die Leute, die Mindset noch nicht kennen oder die Bedeutung des Mindsets im Erfolgstraining und so weiter, empfehle ich die anderen Videos von mir auf meinem Kanal. Da gibt es einige Videos, die könnt ihr euch anschauen. Verstehen wir Mindset auf Deutsch mal als Gedankengebäude? Ja, was macht das russische Mindset aus? Was ist das russische Mindset? Was gehört dazu? Zum russischen Mindset gehört immer eine gewisse Härte. Also man ist in Russland härter gegen andere, man ist in Russland härter gegen sich selbst, zum Beispiel, als ich in anderen Ländern gesehen habe. Man erduldet diese Härte, man erwartet auch von anderen, dass sie diese Härte erdulden, dass sie sie einstecken. Also vor allem jetzt die Männer, ja, der Kampfgeist ist immer ganz, ganz groß geschrieben. Also als Russe ist es ganz, ja, gehört es ganz normal, ist ganz dazu. Es wird groß geschrieben, dass man die Heimat verteidigt, die Familie verteidigt, die Frau verteidigt. Also man hat dieses Verständnis, das ist ganz, 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 ganz wichtig und ganz tief drin. Und dazu gehört auch diese Mentalität, nie aufzugeben. Nie aufzugeben. Und dieses Mindset, ja, das sind die Sachen in der Geschichte, also die typischen Beispiele in der Geschichte, wenn Leute mit falschem Mindset nach Russland gekommen sind und dort also nicht das bekommen haben, was sie erwartet haben, ist zum Beispiel die napoleonische Armee, die ganz Europa unterworfen hat und dann in Russland gescheitert ist. An Raum, Zeit, Klima und den Russen. Das gleiche mit der deutschen Wehrmacht, die auch vorher ganz Europa also unterworfen hat und dann in Russland gescheitert ist. Und um jetzt mal mit den Beispielen wieder etwas, sage ich mal, kleiner und alltäglicher zu werden, jeder Deutsche, jeder Westler oder so weiter, der heutzutage dort nach Russland kommt, um Geschäfte zu machen oder um das Land kennenzulernen, wird das auch merken. Also ich persönlich habe zum Beispiel, habe ich es gemerkt, als ich als Student nach Russland gekommen bin, da habe ich im Sportverein trainiert, im Karateverein. Es war sehr, sehr, ja, es war eine ganz andere Einstellung. Die Härte gegen sich selbst, die Härte zum Training, das war dieses nie aufgeben, dieses immer weitermachen, ja,
nie das Handtuch zu schmeißen. Das war in Russland einfach ganz anders. Das ist eine typische, das ist eine Besonderheit des russischen Mindsets, eine Besonderheit der russischen Seele. Und auch wenn in den Zeitungen in Deutschland laufend geschrieben wird, dass die alle Doping nehmen und so weiter und angeblich nur deswegen so gut sind, nein, vergesst es. Die Russen trainieren viel härter. Die Russen stecken viel mehr ein im Training, ja. Die arbeiten viel mehr an sich selbst. Das ist, ja, das ist der Teil des russischen Mindsets. Ja, ein weiterer Teil des russischen Mindsets: die gegebene Ordnung nicht als unverrückbar anzuerkennen. Sich in der gegebenen Ordnung nicht also bequem einzurichten. Die gegebene Ordnung, ja, so der Staat oder die Regeln und die Gesetze nicht so als Komfortzone zu betrachten, so von wegen, auch wenn ich mich an alle Gesetze halte, wird mir ja nichts passieren. Das ist in Russland ganz, ganz anders. Also die Russen sind sich also, ja, aus der Geschichte und so weiter bewusst, dass die gegebene Ordnung, was als unverrückbar propagiert wird, von Zeit zu Zeit auch mal fällt. Oder dass die ganzen Gesetze und Regeln, die da auch rauskommen, nie perfekt sind und nie den wirklichen Gegebenheiten also wirklich entsprechen können. Und deswegen, ja, bleibt bei den Russen, ja, dahingehend immer also die Bereitschaft, auch in der Unordnung klarzukommen oder im Chaos klarzukommen, auch dort seinen Weg zu gehen und immer zu improvisieren, ja, immer auch spontan zu sein, um auch aus unwegsamen oder den unmöglichsten Situationen immer wieder herauszukommen. Ein ganz, ganz wichtiges Teil des russischen Mindsets, was wichtig ist für den Erfolg, nicht nur in Russland, sondern auch überhaupt im Leben. Ja, eine weitere wichtige Sache des russischen Mindsets: Geduld. Die Fähigkeit zu warten und auszuhalten, auszuharren, auch in, ja, schwierigen Situationen. Auch wenn es, ja, wenn man nicht weiß, wie lange man noch in der Reihe stehen muss. Oder wenn man nicht weiß, wie lange das man noch erdulden und ausharren muss. Die Russen nehmen das hin. Die Russen beschweren sich nicht so schnell. Die nehmen das hin. Das weiß jeder Hotelbesitzer, jeder Reiseveranstalter, also die Deutschen beschweren sich immer sofort, wenn der Wasserhahn tropft oder irgendwas nicht funktioniert. Die Russen nehmen das erstmal so als gegeben hin und halten das lange aus. Dieser Raum, dieser unendliche Raum Russlands, ja, gewöhnt die Leute an ganz andere Dinge in Sachen also Reisezeiten, Wartezeiten, Unannehmlichkeiten, und das merkt man im russischen Mindset, in der russischen Seele. Jetzt haben wir endlich diese Leidensfähigkeit oder diese, ja, diese, wie sagt man, diese Lust am Leiden, die da irgendein Schriftsteller hingeschrieben hat, ein Literat. Also ich als Geschäftsmann, als jemand, der in Russland lebt und so weiter, habe nie die Lust am Leiden gesehen. Die Fähigkeit, die Bereitschaft, ja, aber nie habe ich gesehen, dass da jemand drauf Lust hat. Aber wenn man nach Russland kommt, dann muss man wissen, es dauert länger, es ist größer, ja. Menschliche Beziehungen sind wichtiger, Hierarchien sind wichtiger. Man muss erdulden, wenn einer von oben, einem von unten, also wenn einer einen von oben schlecht behandelt, weiß nicht, bei den Behörden oder so weiter, das gehört dazu, das nehmen die Russen einfach so hin. Ein weiterer wichtiger Teil des russischen Mindsets: die Großzügigkeit, die Großherzigkeit, die Größe. So wie das Land groß ist, ja, so sind auch die Russen also großherzig und großzügig. Man schaut nicht auf den Pfennig, man schaut nicht auf kleine Details, man schaut über solch kleine Sachen rüber hinweg und behält das große Ganze im Auge. Man gönnt dem anderen was. Wenn der andere mehr hat als ich, gönne ich dem das. Ich bin nicht der Neider, so wie in Deutschland oft wird, ja, Deutschland gilt so, ich bin ja selber Deutscher, will jetzt mit den Stereotypen nicht so sehr um mich herumschmeißen, aber in Deutschland wird viel mehr geneidet und so weiter. In Russland wird viel mehr gegönnt. Und was auch dazu gehört, die wahre Größe. Die Russen vergeben und vergessen. Die Russen tragen einem nichts nach. Also sowohl, sage ich mal, so Kleinigkeiten, ja, im Leben,
da schauen die Russen drüber hinweg oder vergessen es und so weiter und so fort. Geben einem eine neue Chance, wenn man mal was falsch gemacht hat und so weiter. Als auch in den großen Fragen, in den großen historischen Fragen und so weiter. Die Russen sind immer die, die zu den Deutschen die besten Beziehungen ja haben wollen, pflegen, anbieten. Also alle diese Sachen, die Geschichte so Zweiter Weltkrieg, die, wenn man so als Deutscher zum Beispiel, in meiner Jugend habe ich das noch erlebt, so in Frankreich, in England wurde man diskriminiert, ja, so angefeindet, habe ich in Russland nie erlebt. Habe ich in Russland nie erlebt, obwohl Russland die, ja, wenn man es so sagen kann, die größte Last also da, davon auch getragen hat, ja, die größten Verluste gehabt hat, habe ich in Russland nie erlebt. Im Gegenteil, es gibt in Russland immer dieses, diese Geste des Vergebens als Größe, das wird als wahre Größe gegeben. Das ist ein wahrer Mann, der dem anderen vergeben kann. Und das ist ein Teil des russischen Mindsets, was ich ja mit am meisten liebe und schätze und auch für mich in mein eigenes Mindset also integriere oder danach strebe, das zu integrieren, dieses Vergeben und Vergessen, so wie es auch Jesus zum Beispiel gesagt hat oder Buddha. So, keine Religion, keine Politik mehr, ja, es geht um Mindset, es geht um Erfolg. Also, diese Punkte des russischen Mindsets, die nehmen wir mit, die beherzigen wir, die müssen wir in unser Gehirn reinpauken, ja, oder rein routinieren, damit wir die nicht mehr vergessen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr das genauso seht, ob ihr das auch kennt, ja, und dann schaut vorbei bei Philipps Erfolgskurs, weil da gibt es noch so Tagesroutinen und dann wird es noch ein paar Challenges geben, wie wir uns das russische Mindset richtig aneignen können, um erfolgreich zu sein in Russland, im Leben und überhaupt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist oder was passiert, wenn man mit dem falschen Mindset nach Russland kommt? Ja, über die Niederlagen der napoleonischen Armee haben wir gesprochen, über die Niederlagen der deutschen Wehrmacht haben wir gesprochen. Wie sieht es heute aus, wenn man mit den falschen Erwartungen an Zeit, Raum, Menschen, Bedingungen, ja, zum Beispiel von Deutschland nach Russland kommt? Ja, man wird sehr schnell merken, dass es alles nicht so läuft wie in Deutschland. Ja, dass in Russland die Uhren anders laufen, dass in Russland die Strecken länger sind. Und dass man in Russland ja auch länger warten muss und sich auf diese Sachen halt einlassen muss. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, was das typische russische Mindset ist. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was einen erwarten kann, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, wenn man mit den falschen Erwartungen nach Russland kommt, wenn man auf Russland nicht eingestellt ist. Schauen wir mal darauf, was man machen kann, um sein Mindset ja besser einzustellen, um in Russland besser klarzukommen. Also Nummer eins ist, man sollte mit einem offenen Geist in Russland ankommen. Das heißt, man sollte schon mal bereit sein, neue Sachen zu lernen. Das ist nicht immer gegeben. Viele Leute kommen mit einem geschlossenen Geist an. Ja, die kommen so an, ach, so wie in Deutschland, so muss es auch in Russland sein. Fertig. Die werden es hier schwer haben. Man muss vorher bereit sein, den Geist zu öffnen. Das heißt, erstmal Sachen reinzulassen. Bereit sein für Neues und auch bereit sein, sich selbst zu hinterfragen. Also ist es immer richtig, an einer roten Ampel stehen zu bleiben? Auch wenn keine Autos kommen. In Russland muss man das hinterfragen. Ist es immer richtig, über eine grüne Ampel zu laufen, ohne zu gucken, obwohl die Autos auch über die grüne Fußgängerampel fahren können zum Beispiel. Das sind so die ersten Sachen. Also das sind so ganz einfache Beispiele. Und davon könnte es noch tausende Beispiele geben. Ja, Russland-Kenner, schreiben die bitte unten in die Kommentare rein. Oder ich schreibe selbst noch ein paar in die Kommentare rein, die mir dann hinterher einfallen. Aber erstmal den Geist aufmachen. Erstmal bereit sein, Neues aufzunehmen. Die Sprache lernen. Bereit sein, die Sprache zu lernen, auch wenn es nur ein bisschen ist, auch wenn es nur ein paar Worte sind. Ja? Wir haben ja darüber mehrere Videos hier gemacht, motiviere dich, eine Fremdsprache zu lernen, ist auch verlinkt. Also diese Bereitschaft, die Bereitschaft des Zugangs zu Kultur und so weiter, beginnt mit der Sprache, beginnt immer mit der Sprache. Bereit sein, sich auf die Kultur einzulassen, auf das Essen,
auf die Feste und so weiter. Also wenn ihr die Chance habt, ein paar coole Actions mit den Russen zu machen, dann macht es. Ja? Könnt ihr mit den Russen Eisbaden gehen? Macht es. Könnt ihr mit den Russen in die Sauna gehen? Macht es. Habt da keine Angst vor Fettnäpfchen oder so weiter. Die Russen vergeben es euch. Die Russen vergeben es euch. Und die Russen werden euch schätzen, wenn ihr da mitmacht. Schlittschuhlaufen. Ja? Seid ihr in Russland? Geht mal Schlittschuhlaufen. Geht in einen Sportverein in Russland. Wenn ihr in Russland seid und die Möglichkeit habt, also wenn ihr in Russland lebt, geht in einen Sportverein. Man kann es nirgendwo, kann man den erfolgreichen Teil des russischen Mindsets besser erleben und studieren als im Sportverein. Und vergesst vorher alles, was ihr über Doping und so weiter in den deutschen Zeitungen gelesen habt. Ja, vergesst das Ganze, vergesst das. Geht in einen richtigen russischen Sportverein und schaut euch an, was die Russen für eine Einstellung, für ein Mindset zum Training haben. Das Beste ist, ihr geht in einen Kampfsportverein, weil dann seht ihr gleich die Härte, den Kampfgeist und so weiter und könnt es mal mit dem vergleichen, was man, ja, was ihr sonst so gesehen habt. Geht in ein russisches Museum. Geht mit Russen zusammen in ein russisches Museum. Ihr werdet sehen, die Einstellung der Russen zur eigenen Kultur, zur eigenen Vergangenheit, zur Geschichte und auch zu fremden Kulturen und zu fremden Geschichten. In einem russischen Museum, es ist mit der beste Ort zu sehen. Also es geht schon mal los. Es gibt eine Garderobe, es gibt besondere Schuhe. Man muss leise sein, man muss flüstern, man muss sich, ja, eine gewisse Feierlichkeit. Die Russen ziehen sich gut an, wenn sie ins Museum gehen und so weiter. Das sind alles so Dinge, ja, die man da einfach feststellt. Und es ist auch immer ein sehr großer Stolz dabei, ja, auf die eigene Vergangenheit. Ins Museum zu gehen mit Russen ist immer gut. Und mit den Russen feiern. Habt ihr die Chance, zu einer Firmenfeier zu gehen? Geht dahin. Habt ihr die Chance, zu einer privaten Feier zu gehen? Geht dahin und schaut euch an, wie die Russen das machen. So, das war's für heute wieder vom russischen Mindset und von der russischen Seele. Ich hoffe, das Video hat euch was gegeben. Und wenn es euch was gegeben habt, dann gebt ihr dem Video bitte auch was. Und zwar klickt ihr den Daumen nach oben, schreibt ihr einen Kommentar, denn wenn ihr einen Kommentar zum Thema schreibt, ist es auch interessant für andere Leute. Außerdem wird das Video höher gerankt und ich kann mehr von diesen kostenfreien Videos hier machen. Und ihr abonniert diesen Kanal und ihr abonniert den Kanal Philipps Erfolgskanal, um mehr Videos von dieser Sache zu sehen. Also, das wie Daniel, viele Grüße vom russischen Mindset. Bis bald. Ciao, ciao.